Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich würde bei der Großen Anfrage gerne mit einer Zusatzfrage beginnen. Herr Minister, vielleicht können Sie die Zusatzfrage mit aufnehmen und hier auch heute beantworten. Die Zusatzfrage von mir wäre, wie viele Personalstunden waren eigentlich für die Beantwortung dieser Großen Anfrage notwendig, weil Herr Kruse, man auch hier im Sinne einer effizienten Polizei hier diese Personalstunden ins Verhältnis setzen sollte zum Erkenntnisgewinn und zum Mehrwert, die uns die Antwort hier tatsächlich mit dieser Datensammlung für unsere parlamentarische Arbeit, für die Arbeit der Legislative tatsächlich bietet. Denn das sind ja berechtigte Fragen, die Sie am Ende Die Ziele sind ja richtig. Die berechtigten Fragen, ob wir da wirklich mit dieser großen Anfrage Antworten drauf kriegen, sind ja, brauchen wir, welche Instrumente oder welche Veränderungen brauchen wir bei der Steuerung des Ressourceneinsatzes in der Polizei, müssen wir vielleicht verändern, vielleicht auch im Bereich der Aufgabenkritik. Kann man hier Aufgaben verlagern oder auch wegfallen lassen? Das sind natürlich alles Steuerungsfragen, sind berechtigte Fragen, aber ich habe erhebliche Zweifel, ob wir hier mit dieser Datensammlung bei diesen relevanten Fragen, die sich stellen für die Polizei, tatsächlich weiter können. Frau Kollegin Düker, ja? Es gibt eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen Hart und ja es gibt eine Zwischenfrage Fragen. Von Herrn Kollegen Kruse. Ja. Wir können die nacheinander aufrufen, Sie können die nacheinander beantworten. Ja, bitte. Fangen wir mit Herrn Hart an. Bitte schön. Ja. Frau Kollegin, sind Sie mit mir einer Auffassung, dass das Nachfragen zu den Kosten der Wahrnehmung von Rechten von Parlamentariern nichts anderes macht, als die Populisten in diesem Land zu befördern? Nein, ich stelle hier, es ist eine berechtigte Frage, die ich gerade gestellt habe, und die bezieht sich auf die Verhältnismäßigkeit, nicht auf die grundsätzliche Berechtigung. Und das ist hohes Gut hier, dass Parlamentarier selbstverständlich, wir kontrollieren ja auch die Regierung, wir haben ja eine Aufgabe, und dafür muss man auch Fragen stellen können. Selbstverständlich. Ich habe nicht das Fragestellungsrecht hier in Frage gestellt, sondern ich habe die Frage der Verhältnismäßigkeit, des Erkenntnisgewinns zum Aufwand gestellt. Und diese Frage wird man hier, glaube ich, auch stellen dürfen. Und insofern eine Zusatzfrage vielleicht kann ja beantwortet werden. Denn immerhin, vielen Dank, Frau Herr Hart, es, noch eine es war das Innenministerium, das LZBD, das LAFB, das LKA und 47 Kreispolizeibehörden hier mit einem nicht unerheblichen Aufwand an dieser Beantwortung der Fragen beteiligt. Das darf man, aber dann darf man auch nachher das Ergebnis hier bewerten als unverhältnismäßig. Die Freiheit habe ich dann auch. Ja? Jetzt die nächste. Vielen Dank, Frau Düker. Eine zweite Zwischenfrage von Herrn Kollegen Kruse. Bitte schön, Herr Kruse. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Düker, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben gerade auch das Stichwort Aufgabenkritik erwähnt. Und Sie haben ja in den letzten Jahren auch immer wieder in den unterschiedlichsten Innenausschusssitzungen die Notwendigkeiten einer solchen Aufgabenkritik angemahnt und nachgefragt. Richtig. Warum hat es denn aus Ihrer Sicht seit 2010, obwohl der Innenminister Jäger diese Aufgabenkritik angekündigt hat, eine solche nie gegeben? Zum Thema Aufgabenkritik, Herr Kruse, wäre ich noch gekommen. Das ist am Ende meiner Rede. Aber ich habe hier erst mal in Frage gestellt, ob wir bei diesen relevanten Fragen der Aufgabenkritik und der Steuerung tatsächlich mit dieser großen Anfrage weiterkommen. Und das glaube ich eben nicht. Und dafür möchte ich Ihnen auch erstmal in meiner Rede begründen, warum ich das nicht glaube. Denn mit den Fragestellungen, ist ja vom Kollegen Marquardt gerade ein paar vorgelesen worden, welche Instrumente stehen denn den Behörden zur Verfügung, um diese Fragen beantworten zu können? Und da haben wir eben als Instrumente das Vorgangsbearbeitungssystem, IGVP, das Einsatzbearbeitungssystem, ECBIUS, und das Führungsinformationssystem FISPOL, diese schönen Abkürzungen sind ja bei der Polizei sehr angesagt. Dann ist meine Rede zu Ende, wenn ich die jetzt alle ausführen würde. Also, wir haben hier bestimmte Steuerungselemente. Aber zu Recht, Herr Kruse, weist ja hier das Ministerium nicht nur in der Beantwortung der großen Anfrage, sondern auch schon bei den kleinen Anfragen, die vorgeschaltet waren, eben darauf hin, dass das nicht böse Absicht ist, aber das IGVP eben nicht tauglich ist für eine Erfassung
auch qualitativer Belastungskriterien zum Beispiel, sondern eben eine rein quantitative Erfassung von Vorgängen vornimmt. Und wenn wir noch mal zurück zur Ausgangsfrage, die ich, wie gesagt, total berechtigt finde, hier mit solchen Datenerfassungssystemen eben keine Antwort auf diese Frage kriegen, weil es hier eher in Richtung Quantität als in Richtung Qualität geht. Nehmen wir hier die Erkenntnis jetzt mal aus dem Einsatzbearbeitungssystem und dem Führungsinformationssystem. Ja, da kann man jetzt zählen, eine einsatzorientierte Auswertung, wie groß ist die Einsatzbelastung pro Stelle. Und da ist tatsächlich eine Erkenntnis, selbst wenn wir die qualitativen Belastungsfaktoren nicht dazu nehmen, gibt es tatsächlich eine Erkenntnis hier. Da stimme ich Ihnen zu, eine haben wir. Und das ist, dass die Arbeitsbelastung steigt. Ja, aber dafür brauchen wir wirklich nicht diese große Anfrage. Das wissen wir auch so, dass wir hier in bestimmten Bereichen eine steigende Arbeitsbelastung auch für die Polizeivollzugsbeamtinnen und Beamten haben. Selbstverständlich. Für diese These, finde ich, braucht man diese, wie viele Fragen, 41 Fragen, glaube ich nicht. Aber die Frage ist ja, was machen wir da jetzt mit? Und da komme ich zum Thema Aufgabenkritik, Herr Kruse. Sie kennen selbst die ganzen Vorschläge hier der Kommission im Bereich Aufgabenkritik. Die sind wir auch alle mal durchgegangen. Jetzt kommen Sie dahin und sagen, ja, wenn wir jetzt bei der Polizei unter Umständen Aufgaben wegnehmen, belasten wir auf der anderen Seite die Justiz. Oder nehmen wir mal, das ist jetzt sehr vermintes Gelände, den Sporterlass. Ja? Brauchen wir Freistellungen für Sport? Ja? Ich stelle diese unanständige Frage einfach mal, weiß aber sofort, dass niemand hier im Raum, wahrscheinlich bei Ihnen auch nicht, sagt, das nehmen wir jetzt aber mal der Polizei weg, um hier im Bereich auch Ressourcen schaffen, vielleicht ein paar Personalstunden mehr freischaufeln können. Also eine Aufgabenkritik brauchen wir auch hier einer Diskussion darüber, nicht dieser Datensammlung, sondern die Dinge liegen auf dem Tisch. Das hat uns der Kommissionsbericht auf den Tisch gelegt. Lassen Sie uns da offen und ehrlich mal drüber diskutieren und schauen, ob wir da zu einer Einigung kommen. Wir sind bei der großen Anfrage und die Bewertung. Also hier kommen wir an der Stelle überhaupt nicht weiter. Und eins vermisse ich nach wie vor. Wenn wir denn zu der Erkenntnis kommen, dass hier Belastungskriterien tatsächlich so sind, dass Sie die Polizeivollzugsbeamtinnen und Beamten mehr belasten, verstehe ich, Herr Kruse, Ihre Weigerungshaltung überhaupt nicht, sich auch bei dem Thema Strukturreformen mal zu stellen. Denn eins ist sicher, und das ist meine persönliche Überzeugung, nur mit Mehreinstellungen, die wir ja wirklich gemacht haben, 2000 Neueinstellungen jedes Jahr, wir haben steigende, ja, der Personalkörper steigt sukzessive, nachdem Sie den Personalkörper abgebaut haben, haben wir ihn ja wieder aufgebaut. Aber ich glaube, dass wir letztlich, weil es eben auch eine Arbeitsbelastung im qualitativen Bereich gibt, die hiermit auch nicht erfasst ist, dass wir tatsächlich hier uns auch den Fragen der Strukturreform widmen müssen. Aber das blenden Sie ja komplett aus. Spannend wäre, wenn Sie hier jetzt auch die richtigen Schlüsse draus ziehen würden. Das sehe ich aber nicht. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Dücker. Für die FDP.